Herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute geht es um die Frage, macht es Sinn, wenn der Kontakt zum Seelenpartner, Seelenpartnerin besteht, diesen aufrechtzuerhalten oder macht es keinen Sinn? Was sind die Vorteile, wenn der Kontakt ist, die Kommunikation besteht und ihr euch regelmäßig hört, seht oder vielleicht sogar trefft? Und was ist, wenn es nicht so ist? Darauf gehe ich in diesem Video mal genauer ein. Ganz liebe Grüße! Bis gleich, deine Helga. Namaste, ich grüße das göttliche Licht in dir. Und wünsche dir einen angenehmen Tag, Abend, Nacht oder Morgen, wann immer du das Video gerade wieder siehst. Es ist ja bei YouTube so schön, dass du zu jeder Zeit dieses Video aufrufen kannst und weiterkommen darfst auf deinem Weg. Heute ist die Frage im Raume, die ich, auf die ich eingehen möchte, die ich oft höre. Ja, ist es denn sinnvoll, den Kontakt zu halten zu meinem Seelenpartner, Spiegelpartner? Ich höre immer, das wäre nicht gut. Das würde nichts bringen und würde den Weg verlängern, weil, und die Erklärung ist auch die, und die klingt auch erstmal vom Verstand her sehr schlüssig und stimmig, weil wenn ich ihn oder sie regelmäßig sehe und sie eine Art Regelmäßigkeit raus erwächst und entsteht und es uns dabei ganz gut geht, dann kann er oder sie immer auftanken bei mir und danach trennen wir uns wieder und er oder sie macht im gleichen Streifen dann weiter. Ja, ich kann diesen Einwand sehr gut verstehen. Ist ja vom Verstand auch durchaus logisch gedacht. Nur, es geht weder um den Verstand, noch geht es um den anderen. Also, schon um den anderen, aber nicht in erster Linie. Das ist natürlich der Effekt, der entsteht und der am Anfang bei mir auch entstanden ist. Weil wir hatten ja nie Kontaktabbrüche in dem Sinne, wie es ganz üblich heißt, auch in vielen anderen Videos, wie ich höre. Ich sehe sie ja nicht an, ich habe dazu gar keine Zeit und auch kein Interesse, die Videos zu gucken, aber ich höre es dann, ja, in dem Video wurde gesagt, ja, Kontaktabbrechen ist besser, dann komme ich besser voran auf meinem Weg. Und da habe ich dann gefragt, und, bist du denn besser vorangekommen auf deinem Weg? Naja, ja, keine Ahnung, es geht halt nicht weiter. Und dann sage ich, ja, genau. Das ist genau das, wo ich sage, da steckt dieser Fehler im System. Wenn du Kontakt nicht zu deinem Seelenpartner aufbauen kannst oder nicht willst, oder du könntest, du willst es nur nicht, weil es ja, du gehört hast, ja, besser nicht, weil der Weg wird sonst länger, hast du ja einen großen Faktor nicht mehr, das ist dieser Kontakt des Spiegels, diese Spiegelfunktion, die du dann auf alle Fälle ganz klar immer wieder spürst, siehst und fühlst, wenn ihr in Kontakt seid und etwas zurückkommt, was in dir etwas auslöst. Diese Spiegelfunktion fällt dann teilweise so weit weg, dass andere Menschen im Außen dir das gar nicht so tiefgehend spiegeln können. Sie könnten es vielleicht schon, nur da tut es dir weniger weh. Also schaust du auch nicht so genau hin und hakst es eher ab. Ach, naja, da gehe ich mal weg aus der Begegnung, tut mir zu sehr weh, suche mal andere Freunde, Bekannte oder wie auch immer. Oder wenn der Chef so blöd ist oder die Chefin, da wechselst du die Arbeit und habe ich ja auch gemacht. Und dann hast du einen neuen Chef, der am Anfang besser sich anfühlt, aber letztendlich wirst du auch da wieder auf die Punkte gestoßen. So gesehen ist es richtig, du wirst auch dann lernen und weiter dich entwickeln, wenn du es willst, wenn du nicht mit dem Seelenpartner, dem Spiegelpartner der Dualseele Kontakt hast. Gebe ich dir vollkommen recht. Was aber wegfällt, ist dieser krasse Spiegel, der dich schnell an den Schmerzpunkt ranführen würde. Und es fällt weg, diese Motivation, wenn es weh tut, zu schauen, woher kommt es, was kann ich tun. Weil dann kannst du sozusagen erstmal das Mäntelchen des Vergessens drüber zu decken, über den ganzen Unrat da unten, diesen ganzen Schlamassel von negativen Programmierungen und Glaubenssätzen. Das ist erst einmal angenehm. Für die Weiterentwicklung verzögerungswürdig. Es verzögert einfach deinen Weg. Sagen wir mal so, es dauert einfach ein Stück länger,
je nachdem, wie stark die Verzögerung ist, indem du den Kontakt wirklich rigoros selber abtrennst und sagst, nee, will ich gar nicht, oder deinen Seelenpartner trennst, ab gut, dann ist es eine andere Geschichte, aber wenn dein Seelenpartner wollen würde und du sagst, nee, ich will nicht und trennst es bewusst, dann nimmst du dir tatsächlich ein ganz großes Stück dieses Entwicklungsschubes, den du hättest, wenn du den Spiegel anschauen könntest, würdest und auch hineinschauen würdest, was er dir sagt und zeigt und was ihn dir antriggert. Das eine ist der Verstand, der möchte sagen, ja gut, lass mal bleiben, oder sagt es ja auch, ist besser, fühlt sich besser an. Und der andere, da sind wir wieder beim anderen, aber der anderen, der die andere muss ja auch mal vorangehen und auf mich zukommen. Ja, nur wird er das nicht tun, meistens. Und dadurch verzögert sich einfach dieser Weg. Je nachdem, wie stark der Spiegel wäre, verzögert sich er mehr oder weniger stark. Und die Aufgabe, die dir ja durch ihn oder sie gegeben wurde, ist ganz klar umrissen. Er oder sie zeigt, was weh tut. Du schaust bei dir hin, bearbeitest dieses Programm, machst ein neues rein, schaust wieder, was tut noch weh, tut es immer noch weh, machst du weiter, ist es weg, kannst du das nächste bearbeiten und so weiter. Wenn du diesem Spiegel quasi ausweichst, was über den Spiegel mal was drüber hängst, ein schwarzes Tuch. Ja, machen ja einige, die zu viel Gewicht haben, das hängen sie ihren Spiegel zu und dann sehen sie ihr Gewicht nicht mehr und dann, ja, bringt aber nichts. Das Gewicht ist immer noch da, das Problem besteht sozusagen immer noch, wird nur weniger betrachtet und dadurch auch weniger bearbeitet und dadurch kommst du weniger schnell voran. Und dadurch ist der Weg ein sehr zäher Weg. Also mein Weg war das nicht. Zäh und langsam. Nein, ich wollte dann möglichst schnell durch. Hat immer noch lang genug gedauert, aber ich wollte nicht so viel Verzögerung haben. Und wer kann dir deinen Schmerz intensiver, grandios, genauer oder besser zeigen, wie dieser eine Seelengefährte, diese Seelenpartnerin? Wer schon kann das? Also ich kenne niemanden, der das so gut konnte wie er. Niemand. Und dieser Nichtkontakt ist erstmal eine Schutzfunktion vom Verstand. Tut weh, schauen wir nicht hin, Spiegel zuhängen. Bringt nichts. Zweitens sagt der Verstand, der andere müsste. Die Schuld beim anderen gesucht. Ah, der müsste, sie müsste. Bringt auch nichts. Es geht um deine Entwicklung. Es ging um meine Entwicklung. Die kann ich dem anderen nicht anlasten. Nee, wozu? Das ist mein Weg. Ich hab zu gehen. Er auch, klar, aber ich auch. Also ich halte von bewusst gemachten Kontaktabbrüchen oder Rückzügen, habe ich in anderen Videos auch schon gesagt, nicht viel oder gar nichts, weil es den Weg verlängert, weder vereinfacht noch sonst eben einen großen Vorteil bietet. Ich habe nichts gegen Kontaktabbrüche oder Rückzüge, wenn du die Zeit für dich brauchst, um mal das, was du es als Spiegel bekommen hast, als Spiegelfunktion oder als Lehrantwort auf deine Frage, was, warum es nicht weitergeht. Und er sagt wieder irgendwas, ja, das weißt du doch, warum ich nicht weitermachen kann, da und da. Das macht ja was mit dir, diese Aussagen, die du kriegst. Wenn du die dann nutzt in diesen Phasen, wo du dann nicht so oft Kontakt hast, wobei du musst ihn ja nicht auf null runterbrechen, den Kontakt, du kannst ihn ja nur einfach ein bisschen flacher halten, den Ball. Dann kannst du das ja wohl bearbeiten und schauen, was tut weh, was hat er mir gezeigt, der Seelengefährte. Und was dir auch wegfallen wird, was sehr, sehr, sehr wichtig ist, es wird dir eins wegfallen, nämlich dieses Sprachrohr. Du hast eine Ausstrahlung, die du nicht kennst, also eine Art Erwartungsausstrahlung. Und das strahlt raus im Kontakt mit ihm oder ihr. Und er oder sie wird dann das unbewusst spüren und wird es in Worten formulieren und eine Aussage dir an den Kopf knallen, die dich ja schon mal entsetzt, wie ich werde zum Beispiel nie in einer Beziehung mehr leben wollen, ist mir viel zu eng, ich habe keine Lust mehr auf enge Beziehungen, das werde ich nie wieder tun. Ich bin schon dreimal geschieden oder wie oder dreimal eine schlechte Beziehung gewesen, das wird, ich werde mich nie wieder eng binden, nie wieder. Diese Aussage wird was mit dir machen. Wenn du nämlich in dir diesen Wunsch hast, mit ihm eng zu sein oder mit ihr eng dich zu verbinden, und er sagt dann oder sie sagt dann, auf keinen Fall, mit mir nicht.
das wird was in dir auslösen. Es muss was in dir auslösen, weil es fühlt sich nicht gut an. Und auch das fällt dann weg durch den nicht vorhandenen Kontakt. Ich meine, ich kann es verstehen, dass du es unangenehm findest, wenn ständig etwas in dir angetriggert wird, was wehtut, was dir zeigt, du bist noch das Opfer, du bist nicht wertgeschätzt, du bist nicht wirklich dich so geliebt fühlen, wie du es gerne hättest. Da triggern Dinge an, ich bin nichts nicht wert, ich bin nicht gut genug, ich werde übersehen, ich bin nicht wichtig, und was weiß ich noch alles, verstehe ich gut. Nur vom Kopf in den Sand stecken ist noch niemand befreit worden. Vom Anschauen und Entscheiden als Schöpfer deiner Welt, ich bin bereit, diesen Weg zu verlassen und einen neuen zu beschreiten. So wird's was. Also Kontaktabbruch allein nur deshalb, weil es wehtut und du keine Lust mehr hast und es dir so anstrengend ist und der andere machen müsste und es endlich mal bei ihm oder ihr was zu gehen hat, kannst du abhaken. Wird dich nicht befreien. Das habe ich am Anfang nämlich auch nicht so genau beachtet und habe dann zwar den Kontakt nicht abgebrochen, aber parallel nicht an meinen Punkten richtig gearbeitet. Dann ging es auch nicht so rasch weiter. Also wenn Kontakt, dann genau hinschauen, hinspüren, anschauen, was er oder sie sagt und was er oder sie vielleicht nicht macht und was mit dir in eine Resonanz geht, sich ungut anfühlt, erkennen, was vom Programm läuft an, dann mit der goldenen Kugel Energiearbeit loslassen, neues Energiefeld integrieren, neuer Gedanken- und Glaubenssatz und auf zum nächsten Kontakt und gucken, was jetzt hochkommt. Weil auch das fällt dann weg. Du wirst dann nicht mehr merken, wenn du ein Programm so schon gut wie beendet hast, weil das triggert dann immer an. Ja, oder sie macht genau das Gleiche wie sonst auch und du, Ja, du hörst es schon und denkst, naja, interessant. Ja, ist halt so. Er will sich jetzt nicht entbinden. Na gut, auch gut. Noch ist nicht so weit, noch ist es vielleicht so, kann es sich alles ändern. Also bist du viel entspannter und denkst, naja, noch ist es halt nicht, noch was soll's. Die Aussage kennen wir ja schon. Macht nichts mehr. Oder kaum noch was. Also auch das fällt dann weg, wenn der Kontakt nicht da ist. Diese Reflexion, wo bist du? Wo stehst du auf dem Weg? Wie weit bist du schon vorangeschritten? Weil so oft wirst du es bei anderen vielleicht nicht getriggert bekommen, wie gerade mit diesem speziellen einen Mann oder Frau, wo du ja dringend das haben möchtest, dieses ich brauche was, das fällt ja irgendwann weg und dann wirst du merken, dass du viel entspannter bleiben kannst, dass es dir innerlich leichter fällt, Aussagen wie, naja, ich bind mich nie, das wird, ich und heiraten nochmal, das kannst du vergessen. Das ist ja nur der Schmerzkörper und der Schmerz dessen, was bei deinem Seelenpartner noch nicht gelöst ist. Also Kontaktabbruch plädiere ich nicht für. Wenn er schon da ist, nutze ihn zu deinen Gunsten, indem du vorangehst auf dem Weg, immer weiter bei dir ankommst und dadurch all die Programme, die ja sowieso am Laufen sind, die von anderen zwar auch angetriggert werden, aber vielleicht nicht so stark, endlich mal heilen und losgelöst werden dürfen. Und dann hast du eine ganz andere Ausgangslage, weil du wirst nicht mehr dieses Programm, ich bin bedürftig, gib mir mal, ich brauche was von dir, ausstrahlen. Und wenn du das nicht mehr ausstrahlst, tja, kann er dich leichter an sich ranlassen oder sie. Und dann kann es weitergehen. Es ist alles immer eine Resonanzgeschichte. Du strahlst was aus, es kommt was zurück, es tut dir weh, du schaust hin, du klärst es, du heilst es. Du strahlst aus, du schaust, ah ja, nur nicht ganz weg, aber besser, weitermachen. Und irgendwann strahlst du was anderes aus, nämlich angekommen sein bei dir, Liebe spüren für dich, natürlich auch für ihn und sie, aber auch hauptsächlich für dich. Und dann geht's weiter. Ich wünsche dir, dass du genau hinspürst, warum du den Kontakt vielleicht momentan nicht möchtest. Ist es eine Glaubensgeschichte, weil du gehört hast, ah, man soll es nicht tun, ohne es zu reflektieren? Oder ist es die Angst dahinter, es könnte zu sehr wehtun?
Oder was genau ist deine Motivation, dass du sagst, ah nee, den Kontakt will ich nicht, brauche ich nicht oder ist mir zu anstrengend? Schau genau hin. Schau genau hin, bleib genau bei dir, bearbeite bei dir und werde frei. Geh in die Freiheit, dass alles, wie es ist, gut ist, so oder so. Und dann kann sich alles neu orientieren um diese neue Energie, die du ausstrahlst. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Bleib auf deinem Weg. Ich grüße das göttliche, erwachende, bewusste Licht in dir. Namaste. Deine Helga. Alles Liebe. Und ich sage Tschüss bis zu einem weiteren Video. Lass es dir gut gehen. Ciao.